da am Berg ist die Ruine Kaya. Ich weiß nicht. Angeschrieben ist nichts, wie man da raufkommt. Ich probiere es halt. Möchte man schon anschauen, die Ruine. So, ich stehe kurz vor der Ruine, im Steilhang von der Ruine Kaya. Aber ich komme nicht rein da. Und rechts ist zu steil und da weiß ich nicht. Vielleicht kann ich da weitergehen und umrunden die Ruine und dann komme ich rein. Ja, das war nicht so optimal, die Idee. Direkt anzusteigen auf die Ruine. Jetzt bin ich genau unterhalb von der Ruine. Da geht ein Wildwechsel oder irgendwas rauf. Ich glaube, da komme ich hin. Interessant. Habe ich nicht gekannt, die Ruine. Schau ich mir gleich an. Gleich habe ich es. Da rauf muss ich. Da. So, schaut schlecht aus. Da geht es wieder runter. Wie komme ich da jetzt rein? Muss ich wieder den da runter? Irgendwie. Na geh. Okay. Das nervt schon. Die Ruine. Ah, jetzt haben wir einen schönen Ausblick auf die Außenmauer. Das ist ein Spieß hinten drauf. Das ist noch. Fenster noch drinnen. Ja, ein Stück runter wieder. Bleibt mir nichts anderes über. Ja, jetzt habe ich da runter müssen. Bin fast wieder beim Wanderweg. Weil ich wäre da nicht weitergekommen. Wieder zurück beim Wanderweg. Musste das steile Gelände hier runter. Ja, ich schaue, wo ich den anderen Aufstieg finde. Vielleicht da vorne. Ah, die Ruine. Riesig die Ruine. Teilweise noch gut erhalten. Vielleicht ist da vorne Aufgang. Kajabach. So, da gibt es doch einen Weg herauf. Habe ich jetzt gefunden, aber ich fürchte, ich stehe gleich vor geschlossenen Türen. Ich bis zum Stecken da. Also vor Türen mit einer Brücke. Wow, das ist riesig. Schade. Da kann ich mir von außen ein bisschen fotografieren. Beziehungsweise filmen, aufnehmen. Was steht da? Burgruine, Öffnungszeiten, Mai, Oktober, 10 bis 17, ja, jetzt haben wir November, zu spät, Kaya, das Wappen von der Burg. Lustig, Guckloch. Das war's. Psst. Muss ja anders mal kommen, wenn das anschauen. Ja, das war's.